Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, die vierte Level gestartet und ja, wie man sehen kann, ich bin wieder an diesem Ort, wo wir letztens hier irgendwie so ein Geheim-Dingen gefunden haben und diesmal versuche ich hier durchzukommen, ohne zu brecken. Gut, jetzt kann ich alles hier einsammeln. Und ja. Ganzen Dinger, wie heißen die nochmal? Ich glaube, ich weiß nicht. Die Einheit hier, der Batterie die ganze Zeit sammelt, diese grünen und gelben Dinger hier. Die Währung auch. Ja, die respawnen immer, wenn ich lade anscheinend. Und ja, dann versuchen wir mal dieses Mal nicht in diesen geheimen Gebiet zu fallen. Da unten konnte man ja. Ja, und ich, mir ist auch eingefallen, dass ich die Kamera bewegen kann, also so richtig bewegen kann. Und das sollte ich mir vielleicht zunutze machen, damit sowas nicht nochmal passiert. So, wir wissen jetzt, dass da das Dingen nicht gut ist, deswegen gehen wir jetzt nicht da rein. Ich versuche irgendwie hier rüber zu kommen, ohne irgendwas zu aktivieren. So, was hier mit zum Beispiel. So, jetzt kann ich. Ist übrigens jetzt schon wieder eine Aufnahme ist näher, seit ich wieder gespielt habe. Wir finden mich hier in ein. Oh, da ist nichts. Okay. Wir finden mich hier wieder eine vollkommen neue. Ja, will ich wirklich darunter diesen? Naja, warte mich da wieder irgendwie wieder tot. Deswegen ein bisschen vorsichtiger. Aber ich hätte da runterballern können. So. Schon mal voll Geheimnis hier gerade gefunden. Noch kein Mensch vor mir gesehen hat. So, hier runter. Ups. Erstmal gucken. Ja, da ist schon wieder was Gefährliches, ja. Und da kann man definitiv fighten. Deswegen muss ich da runter. Was? Okay, dann mach das mal kaputt, bitte. Danke. Ah, ja, und wie mache ich das jetzt? Ich kann ja nicht runter gucken, was soll das? Soll ich denn jetzt wissen, wo ich mich... Boah. Aber da ist irgendwas. Okay, das ist so eine Dart-Disc, glaube ich, ne? So, wird das irgendwie... Einfach raus hier. Wird so gefährlich. So, jetzt sind wir wieder hier. Und ich einfach nur hier runter. Bams. Sehr gut. Und ich glaube, bin ich irgendwie gestorben. Ich habe das Ding noch, ne? Levelauswahl. Zwei Datenpacks. Okay, jetzt noch 11 Truhen und 2 Papageien. Hi, na? Mach mal einfach den offiziellen Weg weiter, wo auch immer der ist. Ich denke mal. Bams. Denk mal hier unten. Hey. Go on, boy. Ach egal. Oder muss ich da rechts lang? Ich weiß gar nicht mehr. Ist doch wieder schon ein paar Jahrzehnte her. Ja, da ist der Pfeil, also müssen wir da lang. Hey, ne? Aber rechts war da auch noch was. Egal. Aber jetzt tue ich vielleicht durch das irgendwie ausgehen oder so mal alles erkunden oder nicht. Weiß ich nicht. Was? Oh, oh Gott. Nexa. Situation Oscar Mama go. Au, was? Mal kurz gucken. Oder ich will da. Oh. Was ist das hier? Oh Gott. Da wollte ich gar nicht. Aber ich töte den. Au! Au! Sehr gut. Das hat mir gebracht. Ein weiterer geheimer Ort, den niemand vorher gesehen hat. Egal. So, kann ich hier nicht hoch? Ja, das kann ich da irgendwie hoch. Aber anscheinend nicht. So. Geh weg. Und dein Kollege auch. Oh, da haben wir...
Ja, einfach direkt davor an. Das ist eine geile Idee. Au. Der macht das Ding kaputt, ey. Ich da lang, dann gehe ich da lang. Wusch. Irgendwo in den Abgrund. Oh, geil. Sweet. Mehr Geld. Wird aber langsam ein bisschen knapp. Also mit der Kohle. Oh Gott. Warum kriege ich den immer kaputt? Na gut, dann gehe ich immer hier lang. Puh. Weiß nicht, bekommt man auch irgendwas? Mal alt und sammeln, ich glaube eine Trophäe oder so, aber das ist mir mal in dem Spiel egal. Also ich habe mal irgendwann eine Menge Zeit, dann kann ich das mal alles nachgucken. Oh Gott. Oh Gott. Au. Kannst du es wagen? Andere Richtung. Ma. Gehorche mir Spiel. Bams. Danke. Jetzt immer noch am Leben. So, da auch möchte ich. Da auch möchte ich. Da auch möchte ich. Warum nicht? Kannst du locker hoch. Hier, Kiste, hilf mir mal. Verdammt, das ist ja außerhalb des Gebiets. Verdammt! Warte mal. Nein, ich hab die auch weggekickt. So, jetzt kann ich hier hoch. Danke. Hallo. Oh, geil. Nice. Bams. So. Warum tut mir der Hals irgendwie so weh? Ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich schon 2 Stunden irgendwie kommentiert, ey. Ist nicht gut. Durch den so den restlichen restliche Zeit hier kommt dir au egal, habe ich überlebt. Ding. Das war's wert. So, zack, was wollt ihr? Und weiter. Whip. Aber nicht so schnell, sonst wird's gefährlich. Ups, ist so ein Ding, ja, ne? Ups. Muss ich lang? Ja, die kleinen Dinger ignoriere ich mal. Die aber nicht, sind 100. Das ist viel. Gib mir das mal. Danke. Schieden. Haha. Warte mal, ich gehe mal lieber nach unten. Was man anders überlegt. Au. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, was? Hier geht's runter. Oh Gott, das war knapp. Oh, hier kann ich gar nichts. Ich kann nichts. Haben wir zusammengefasst? Könnt sagen, was er wollte, aber das sieht so stylisch aus irgendwie. Die Jump'n'Run-Einlagen. Oh, das hat kurze Zeit gebrennt und das auch. Ah. Oh, Typ. Ich will da unten noch. Ich habe zwar gerade gesagt, ich möchte nicht für jeden kleinen Kram gehen, aber guck mal trotzdem mal. So, was geht ab? This is no place for a young girl like you. Go out and play in the sun. Young? Shucks, you say the sweetest things. Wieso? Wie alt ist sie denn? Ah. Okay, ich weiß nicht, wie Katzen und Menschenleben ja so kombiniert funktionieren, aber ich nehme mal an, sie ist so ein mindestens in ihren 20ern. Maximal in ihren 20ern, meine ich natürlich. Ich glaube nicht, dass sie schon irgendwie sehr viel älter ist. Oh, naja. Gehen wir hier lang. Oh, oder auch nicht. Oh, was ist hier unten? Ach nee, von da kam ich. Boah. Ja, ich schaffe es auch in linearen Jump'n'Run-Spielen. Aua. Mich zu verirren. Das ist geil, was? Wow. Irgendwie schneller abgesprungen, als das Feuer funktioniert hat. So, lass mich mal.
Ah, die blauen Dinger, die ich schon gerade eingesammelt habe. So. Kaputt machen? Nö. Warum ist meine erste Schlussfolgerung immer erst alles kaputt zu machen? Was ist mit mir los? Don't you find it gross working down here? Totally. But I do it to feed my family. They're lucky to have you then. So, how would I get out of here? Gelt Ruhr, the foreman. Go find him. He's usually skulking around upstairs. Okay. Stimmt, wir sind ja nur aus Versehen hier gelandet. Wollten uns da ja irgendwo einschleichen. Diese Festung. Und dann sind wir da irgendwie runter gelandet, wo wir eigentlich nicht wollten. So, bin ich hier richtig? Ich gehe mal erst den richtigen Weg, ne? So, hier hoch. Okay. Sehr schön. Kann ich mir bald wieder mal was Schönes kaufen. So. Nein. Ich darf vielleicht den ganzen Weg zurück, ne? Wieder ein Checkpoint. Jetzt will ich echt zurück. Vorsicht da unten! Ja gut. Zack. Ah. Na komm. Wie, du bist mir gefolgt. Wow, wie, ich habe das aktiviert. Wie, ich habe das überlebt. So, wahrscheinlich ist da jetzt der richtige Weg, weil er hat ja auch nach oben gezeigt. So. Bitte lass da eine Truhe oder so sein, jawohl. Yay, Team! So. Mal so. So kann ich jetzt nicht Level ausmal machen. So. Ich habe 11 von 17 Dingern. Ding blinkt so. Kann nichts machen. Okay, dann nicht. Wutsch. Halt. Halt, 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 halt. Okay, das ist sehr verdächtig. Ha! Am Wandsprung gemacht. Was sagt er dazu? Hohohoho. Wahrscheinlich muss ich ja alles sammeln, ne? Oh, okay. Ich kann ja nichts runterfallen, was lang. So, ich nehme an, ich muss ja alles sammeln. Dann kriege ich irgendwas Schönes. Oder ich kann einfach nur raus. Oder wie? Ja. Was habe ich doch alles? Verdammt! Auf damit! Noch what? What? Wer, da kommt nicht irgendwie so ein Papagei oder irgendwie so was, was ich brauche. Warum ist noch was? Ich sehe da oben irgendwas. Hinter der Wand. Ha, ich wusste es. Ja, ich kann auf der Wand stehen. In der Luft stehen. Sehr gut. Richtig gut versteckt, die Dinger hier. So, einen haben wir. Fehlt nur noch einer. Ich die aber jedes Mal finden werde. Boah, spring einfach durch. Was sagt der dazu? Autsch! Na gut, dann nehme ich. What? Okay. So,
So, da ist wieder was. War ich da schon? Nö. Oh, nur 1000. Oder 2000. Das heißt ja nur. Hey, na? Wie? Hey, na? Keine Ahnung, wie der mich nicht getroffen hat. Aua. Stirb. Wie? Ist auch schon wieder so was hier. Den muss ich bestimmt irgendwas machen, ne? Aber noch nicht jetzt. Aua. Ey. Wie? Ah. Ah. Dann eben Doppelsprung. Doppelsprung, Weitsprung eigentlich. Okay, jetzt sieht er sehr gefährlich aus. Ich glaube, hier ist richtig. Oder optional. Nein. Einer. Und hier ist wahrscheinlich die andere Ecke, ne? Ja. Damit da oben. Wahrscheinlich wieder zurück, weil da ich auch noch nicht war. Das sieht irgendwie nach Bosskampf aus. Das ist ein Goldfisch, sehe ich gerade. Die werden gar nicht angezeigt, glaube ich, in der Levelanzeige. So, hol mir das. Boah, geil. 3000. Here's Gif. Here's Gif. Einmal reicht, Kid. Muss ich nicht immer zweimal sagen. Sieht so aus, als könnte man da hin. Muss man so ein Piepen ausschalten. Nach ausschalten. Vor allem. Wenn ich irgendein Geräusch höre, muss ich ganz genau gucken. Weil irgendwie, als ich diesen Papagei oder so gesammelt habe. Hi, na? Da habe ich irgendwie so ein Piepen gehört, so ein R2D2-Piepen. Ich glaube, das ist ein Anzeichen dafür, dass so ein Papagei in der Nähe ist. Na? So, wo hat der Pfeil hingezeigt? Nach oben? Also nehme ich mal an, oben ist auch richtig, ne? Oh, da ist wieder so ein Schalter-Dingen. Ganzes Bad. So, warte mal. Da ist ausgegangen. Für immer? Okay. Wie? Ich treffe euch nicht. Weißt du, ihr seid außerhalb der Level, das ist unfair. Au, au. Den außerhalb der Level, was soll ich dagegen machen? Hey, unfair. Bin ich einfach wie so ein Jedi irgendwie die Dinger wieder zurücklenken, die Blaster hier. Töte den. Okay. Perfekt. Ich glaube, das Schema wiederholt sich hier noch ein bisschen. Au, gerade war da meine Wutanzeige. Oh, da gibt's was. Gut. War auf dem unteren Ding auch so was? Ding. Keine Ahnung. Aber ja, kann man runter, glaube ich. Oh, sehr gut. Was? Was? Okay. Von Goldfisch. Bin ich jetzt hier hinten? Okay. Hier kann ich mich nirgendwo. Scheffel hat Geld schon wieder. Scheffel hat Scheffel, Scheffel. Guck mal hier. Kann man da irgendwo. Oh, ich kann man da auch kaputt machen. Gut zu wissen. Ah.
Ihr dreckigen Pisser, geschieht euch recht. Boah, 20 Minuten schon wieder. Ob ich die Level ja noch schaffe. Ja, in den Sachen, die ich schon am Einsammeln bin, könnte das gut möglich sein, dass ich bald die Level ja schaffe. Bonus. Bonus. Sehr gut. Hi, na? Wie? Habe ich nicht treffen, wenn ich hier am Klettern bin? Verdammt, wenn ich getroffen werde, dann... Ich weiß nicht mehr, wie man diesen Ultra-Angriff macht. Ich glaube R2 und 4 oder L2 und 4. Wie? Erstmal töten. Hey. Ah, okay. Ich hab mal eher gewusst. Komm mal einer, ja. Ha. Sind katzenähnliche Reflexe. Ach, jetzt bin ich da über den Ort, wo ich dachte, da kann man irgendwo Sachen kaputt machen. In der Decke. So, bin ich hier richtig? Also Bosskämpfe und so gab es eigentlich noch nicht, ne? Schon auch irgendwie. Oh Gott. Hm. Ja, was uns hier in dieser Brühe erwartet, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.